Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Part Nummer, ich glaube 21. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Ja, Partie gegen Fürth steht an. Das wird dann so die nächste Partie. Und was ich euch noch erzählen wollte, ich habe jetzt, als ich so einfach privat ein bisschen gezockt habe, wieder mit Sturm angefangen, wie in unserem ersten Let's Play, und habe versucht, unsere Taktik dort anzuwenden, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war da kurz vor der Entlassung, habe es dann irgendwie gerade noch so abwehren können, weil ich das System wieder umgestellt habe. Also lustigerweise funktioniert es bei Nürnberg sehr, sehr gut, bei anderen Mannschaften. Das ist halt je nachdem, welche Spieler man dafür zur Verfügung hat. Ja, nächste Partie dann gegen Fürth. Wir müssen auf Niklas Stark verzichten, der leider gesperrt ausfällt. Ich werde da Jan Pollak mitnehmen. Die Frage ist nur, ob die spielt die zweite Mannschaft noch. Es wäre nämlich echt nicht schlecht, wenn der noch ein bisschen Spielpraxis bekommt. 6 Tage, da kann man ihn schon spielen lassen, würde ich sagen. Am 29. In 2 Tagen, ja, perfekt. Dann machen wir das so. Dann werde ich ihn dort noch einsetzen. Und dann werden wir gleich die weiteren Freundschaftsspiele für die Jungs aus der zweiten Mannschaft organisieren, damit die wieder ein bisschen Spielrhythmus erhalten. 27. Dann können wir da jetzt nicht auswählen. 3. November. Ja, schauen wir mal, mit ähnlicher Reputation, da ist es oft so, dass man dann auch ein bisschen Geld einnimmt. Gegen Augsburg zum Beispiel 500, gegen Dresden ist nichts. Ich meine, es ist jetzt keine Riesensumme für uns, wenn wir da jetzt 500 einnehmen. Gegen Leipzig, aha, da wollen anscheinend einige kommen. Gegen Bremen bringt uns nichts, kostet 3.500, das zahlt sich überhaupt nicht aus. Gegen Stuttgart 2 kriegen wir auch wieder was. Und Illertissen, aha. Noch nie gehört. Ähnliche Reputation im Ausland. Schauen wir mal, ob das uns irgendwen holen könnten. Aber die kosten halt alles sehr, sehr viel. Nehmen wir Vereine aus der Region. Feucht hatten wir schon. Dergaspor kenne ich überhaupt nicht. Die nehmen wir. So, gut. Einladungen wurden wie immer angenommen. Ich habe auch da ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass eine abgelehnt wurde. Und dann bin ich wirklich schon neugierig. Gegen Fürth, die sind nur 15. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Sieg her. Auch wenn die jetzt gegen Sandhausen 1-0 gewonnen haben, sind sie wieder 12. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich Favoriten für die Partie und müssen da wieder, ja, 3 Punkte holen. Verfügbare Spieler für das U19-Spiel haben wir niemanden. Die spielen schon am Freitag. Das ist für Jan Pollak dann vielleicht ein bisschen viel. U19 gewinnt 1-0. Wie schaut es da jetzt aus? Ich will ihm halt auch nicht zu viel zumuten jetzt. Aber er wäre für die Position natürlich ganz gut. So. Mutu gehen wir auf nicht einsetzbar. Jetzt muss ich schauen, wenn wir hier noch. Aufgestellt haben wir Jan Pollak, das passt, aber wir gehen auf, sagen wir, 60 Minuten. Der Rest ist nicht aufgestellt oder auf der Bank, das heißt, die dürfen ruhig spielen. Genauso Timo Gebhardt. Alter Schwede, das sind so viele Spieler. Gebhardt gehen wir auf bis fit. Den haben wir eh nicht aufgestellt. Gislason haben wir auch nicht aufgestellt. Füllkrug. Jetzt haben wir Gebhardt da wieder nicht. So. Mutu bräuchte eigentlich Spielpraxis. Radlinger. Ja, wobei Radlinger ist nur geliehen. Den setzt man nicht ein. Und ja, ich denke, das passt jetzt einmal so. Dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ups, ich wollte auf Weiter klicken. Also auf Dorgan, nicht auf Weiter. Ganz hat die Übersetzung nicht geklappt, aber ja. Ich werde auch den Football Manager 2016 erst dann kaufen, wenn die neue Übersetzung da ist, nehme ich mal an. Ein bisschen Geduld müsst ihr da dann haben. Spieler für Nationalteam am 8. und am 14. Oktober, okay, das passt eh. Dann haben wir wahrscheinlich danach ein bisschen länger Pause nach dem Spiel gegen Fürth. Das ist eh ganz in Ordnung. Zweite Mannschaft gewann 3-1 und. Wo haben wir Jan Pollak in der 61. ausgewechselt? Also da
Assistenztrainer hat das alles richtig gemacht. Ah ja, mir ist noch was eingefallen. Ganz wichtig. Spieler in der 11. Woche. Bonera, Bretschko, Burgstaller, Koch. Wahnsinn. Mir ist das mit dem Budget aufgefallen. Wir sind vom Gehaltsbudget her ziemlich übel im Minus. Das heißt, wir werden das jetzt mal ausgleichen. Wir sind 4.000 im Minus, 361.000. Machen wir mal so. Dann sind wir da wieder schön im Plus. Und. Die zweite Mannschaft hat noch immer keinen Trainer, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber müssen wir mal schauen. Das wäre ganz wichtig. Wo ist hier das Trainersymbol oder Personal? Sieht ein bisschen anders aus als bei mir. Aber das suche ich eh über das normale Scouting, oder? Ne, da ist Personal. Sorry. Das ist halt durch die Laptop-Auflösung, also die Auflösung auf meinem Notebook, ist keine Full HD-Auflösung, deswegen kann ich diesen Skin hier nicht nehmen und habe einen anderen. Und das ist jedes Mal, wenn man ein bisschen länger nicht spielt auf dem Gerät, eine ziemliche Umstellung. So. Gehen wir mal auf Aufgabe. Auf Trainer. Und dann gehen wir. Die Frage ist, ob wir die überhaupt holen können. Ich meine, der kann jetzt nichts, aber ich sollte vielleicht auf Co-Trainer oder so irgendwas gehen, Assistenztrainer. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten mache. Martin Ammerhauser. Den kennt man natürlich als Österreicher. Allerdings vom Rivalen, vom GAK. So, wir gehen auf Alter, ist mir vollkommen egal. Wir gehen auf Angestellt. Nein. Das heißt, da haben wir nur die ganzen arbeitslosen Trainer. Stefan Beinlich. Arbeit mit jungen Spielern ist hervorragend, aber das Training an sich ist nicht gut. Gehen wir mal auf die Attribute und dann gehen wir halt auf Taktiktraining, auf Defensiv, Offensiv, Technik, Zielstrebigkeit, Führungsqualitäten, Arbeit mit jungen Spielern, taktische Kenntnisse und dann gehen wir bei allem mal auf mindestens 10. Dann sind es eh schon sehr, sehr wenige. Kennen dürft tue ich hier nur Ayhan Toumani, der war bereits, wie ihr hier seht, bei Sturm Co-Trainer unter Peter Hyballa als Sportdirektor. Ich hätte ihn gerne als Nürnberg 2 Trainer. Die Frage ist, ob ihn das überhaupt interessiert. Ne, der will als Sportdirektor arbeiten. Francesco Conti als Nürnberg 2 Trainer. Das Problem ist, wie kriegen wir das hier hin? Ludwig Preiß klingt deutsch, so ist es auch. Schauen wir mal. Ich will da unbedingt einen Trainer haben für die zweite Mannschaft, der wirklich fix Trainer von der zweiten ist. Aber Problem ist, das ist gar nicht so einfach. Helmut Kronjäger, wenn ich da jetzt nämlich jemanden anfrage, die sagen immer, dass sie nicht interessiert sind. Wahrscheinlich, weil die eben lieber Cheftrainer sein wollen oder sonst irgendwas. Michael Wiesinger, die sind ja alle fast zu gut hier. So, Philippe Hinschberger. Und so ist es halt. Also die sind alle nicht interessiert. Jetzt muss ich mal was schauen. Wen könnte man sonst als Reservetrainer nehmen? Weil wenn wir jetzt so aufs Reserveteam gehen, die haben einen Co-Trainer, zwei Assistenztrainer, aber keinen richtigen Trainer. Muss mal schauen, ob ich Andreas Wolf den Cheftrainerposten anbieten kann. Das will er nicht. Warum? Ja, Frage an euch, wie kann ich das Problem beseitigen? Das wäre ganz nett zu wissen. Muss ich natürlich irgendwie hinbekommen. Momentan macht ja alles unser zweiter Trainer. Und das geht mal ein bisschen auf die Nerven. Ja, wir haben drei Scouts ja aktuell noch. Ich bin schon neugierig, was wir dann im Sommer, im Winter machen werden. Countdown zu den Nürnberg-Wahlen. Am 11. Oktober stehen die an. Das heißt, da wird es dann in Kürze spannend. Und wir sprechen mit Jan Pollack,
der hat nicht genug Einsatzzeit. Und ja. Was sagen wir ihm denn? Als Joker will er nichts. Gut. Ich sage mal, ich gebe ihm einige Spiele. Ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall mal gleich das gegen Fürth von Beginn an. Dann werden wir sehen. Zufriedenheit des Vorstands. Job ist sicher. Das ist ausgezeichnet. Da sehen wir, anhand welcher Dinge das bewertet wird. Und da waren wir bei den Spielergehältern ein bisschen drunter. Deswegen habe ich das jetzt angepasst vorhin. Nürnberg ist Favorit im Franken-Derby. Zimmermann trifft auf alten Verein. Und da ist ein Spiel verlegt worden vom 12. Oktober auf den 5. November. Kaiserslautern hat gebeten, wegen der Länderspiele zu verschieben. Von mir aus gerne. Frank Kramer freut sich auf das Duell gegen seinen ehemaligen Spieler Matthias Zimmermann. Habe ich auch kein Problem damit, sage ich mal. Also letztes Spiel, bevor wir Länderspielpause haben, und am 11. ist dann die Wahl. Das tut weh. Ermüdungsbruch bei Brescia. Das tut wirklich, wirklich weh. Das heißt aber auch normalerweise, dass wir jetzt Zimmermann auf rechts spielen lassen werden gegen seinen Ex-Verein. Aber das ist richtig schade. Von ihm erwarte ich mir einfach extrem viel. Und gerade diese Außenverteidigerposition ist in unserem System wahnsinnig wichtig. Und wenn er ausfällt, wird es halt wirklich, wirklich kritisch. Wir können Selutzka, Ponera auf rechts tun, aber das ist mir alles ein bisschen zu. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall nicht ideal, die Lösung. Jan Pollock ist von der Fitness her okay drauf. Spielpraxis ist er immerhin schon bei 75%. Das heißt, das kann sich auch sehen lassen. Gut. Ich bin neugierig. Ich meine, generell ist es so, dass ich gerne im Winter einen neuen Außenverteidiger hätte. Gehen wir mal auf Transferliste und auf Verteidiger rechts. Der soll aber auch Verteidiger links spielen können. Also sowas wie Crescenzi oder er hier, so in der Richtung einfach. Also jemand, der beide Außenverteidigerpositionen kann, wobei er jetzt hier auch zu schwach ist und auch vor allem zu alt. Gehen wir mal nach Wert ordnen und dann sehen wir eh andere Richtung, bitte. Okay, da haben wir haben anscheinend eine sehr gute Italien-Connection und da hätten wir einen deutschen Tobias Schlick, aber der ist auf jeden Fall zu schwach. Also auf der Transferliste ist hier ein bisschen zu wenig. Wir können uns ihn hier mal anschauen. Aber ist auch nicht so hundertprozentig das, was ich gerne hätte. Ich lasse ihn mal scouten. So, wie schaut es mit Madonna aus? Nicola Madonna, der hat Elfmeter, Flanken, weite Einwürfe. Der ist von den Fähigkeiten ja schon ganz in Ordnung. Ist auch schon 27, okay. Bei La Spezia. Die haben so ein geiles Logo, finde ich. Das sieht total edel aus. Und die Farben weiß, schwarz, gold, das kann schon was. So, gehen wir mal nicht auf die Transferliste, sondern auf zur Ausleihe. Okay, das sind eh auch fast alle. Theoretisch können wir probieren, Madonna zu leihen mit Kaufoption. Mal schauen, ob das klappt. Ich warte jetzt mal den Scout-Bericht ab und dann werden wir das eh sehen. So, Spielvorschau. So werden sie spielen. Also ein 4-4-1-1-System mit Robert Schul, dem Österreicher, ganz vorne. Und da haben wir ja, Philipp Czauner. Interessanter Torhüter, der mir auch ganz gut gefällt. Ja, ansonsten kann ich zur Mannschaft gar nicht so viel sagen. Florian Trinks kenne ich noch. Ansonsten sind mir sehr viele hier unbekannt. Aber ja. Timo Gebhardt würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen, weil ich ihn als. Soll ich Mutu daheim lassen? Weil er noch so wenig Spielpraxis hat. Bin mir nicht sicher. Ich würde halt Gebhardt gern mitnehmen, weil ich den auch im zentralen Mittelfeld einsetzen kann, genauso wie FCF. Das reicht dann nicht. Na, machen wir so. Von der Fitness her passt es, von der Spielpraxis her, ja, Jan Pollock ist halt ein bisschen. Oh, ist nicht ideal, sagen wir mal. Aber wir werden sehen, wie das Ganze klappt. Gut,
Von der Zeit her ist es leider nicht mehr ausgegangen, dass wir das Spiel hier machen. Im nächsten Part dann Nürnberg gegen Fürth und danach gleich die spannende Vorstandswahl in Nürnberg. Das heißt, ja, ich hoffe, dass der Vorstand bleibt oder dass wir einen bekommen, der auch viel von uns hält, damit unser Job dann nicht irgendwie in Gefahr ist. Das ist mir schon mal passiert beim Football Manager. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und bis gleich.